Hey Leute! Hey Leute! Tja, heute reden wir darüber, warum Oli P. Dannys Herz gebrochen hat. Und darüber, warum Pornos frustrieren können. Bleibt dran! Bleibt dran! Ich bin die Dani. Und ich bin der Domi. Und zusammen sind wir die die McKinneys. McKinneys. Wir starten mit euch in den Montagmorgen, indem wir den Scheiß der letzten Woche runterspülen. Das sollst du besser rausschneiden. Hey Leute! Hey Leute! Ja, willkommen zur 7. Folge von unserem McKinneys Podcast. Wir sitzen hier in einem neuen Bungalow bzw. in einem neuen Chalet. Hinter uns eine wunderschöne, ja, ein wunderschöner Vorhang, eine schöne Gardine irgendwie aus 1970 oder so. Ich finde sie gar nicht so schlimm. In einem sehr schönen gemütlichen Licht, muss man sagen. Das iPhone fängt das wunderschön auf, aber du ein fängt das wunderschön ein, aber du bist irgendwie hell da von der Seite erleuchtet. Aber ansonsten sehen wir richtig smooth aus. So, ja, kommen wir zu unserem Wochenrückblick. Also wie gesagt, wir sind jetzt dieses Wochenende wieder in einem neuen Park. Das ist jetzt der zweite Park in diesem Monat. Und wir sind jetzt im Roompot de Schapskooi. So heißt er. Irgendwo mitten in Holland. Und ist ein sehr kleiner Park. Ein Schwimmbad, was okay ist. Und ja, am Wochenende war generell ja mittelmäßig viel los, würde ich jetzt so behaupten. Wir waren nicht draußen, wie willst du das beurteilen? Ja, doch, wir sind ja einmal da zum Schwimmbad gegangen und so jetzt. Ach du gestern? Ja. Ja, also ich habe das Haus nicht verlassen. Also, ja. Auf jeden Fall, ja, kleiner Park. Hier sind hauptsächlich Chalets, keine Bungalows, sondern Chalets. Ich glaube, ihr wisst, was ein Chalet ist. Ein tragbares Mobile Home. So, das kennt man eigentlich. Ne? Keine Ahnung. Aber ich finde es cool, ich finde es schön. Es gibt ja meistens so Chalets. Also, ihr seht, wir haben eine vernünftige Couch, wir haben vernünftige Heizkörper. Es gibt ja auch Chalets, die haben. Oh, Entschuldigung. Die haben nur einen kleinen Gasofen, dann irgendwo in der Ecke, so voll die harten Bänke, so wie wir das ja sonst manchmal haben. Ja. Ich finde die voll unbequem, also. Und hier ist es voll geräumig und eigentlich recht okay. So, genau, so viel zum Park. Generell waren wir letzte Woche sehr viel schwimmen, wir haben sehr viel Sport Oh gemacht. ja. Willst du noch irgendwas dazu sagen, oder? Nö, wir haben ja im letzten Podcast schon über die Vorsätze geredet. Wir sind dabei, Kalorienzellen, Sport, haben wir alles gemacht. Richtig, wir halten uns auf jeden Fall an unsere Vorsätze. Ne? Also Bisher. schwimmen sind wir richtig krass gerade. Ne? Ja. Also das ist ja fast jeden Tag. Wir sind jeden Tag geschwommen. Also jetzt außer gestern und Also heute. Ich meine, du hast nicht gesagt, was heute für ein Tag ist, aber heute ist Sonntag, deswegen, nee. da waren wir nicht schwimmen, aber alle anderen Tage schon. Ja, heute Sonntag, der 14.01. Wir nehmen ja immer am Sonntag auf. Ihr hört die Folge am Montag und dann wird dann schon der 15.01. sein. Ich wünsche einen wunderschönen Wochenstart. Generell haben wir auch sehr viel Pokémon Go gespielt. Oh ja. Das machen wir ja halt immer wieder. Schauen wir mal rein. Generell finde ich das Spiel oder die App eigentlich kacke. Also es ist halt sehr viele Bugs. Ne? Wir haben ja jetzt schon Ja, wieder einen da. Bug, dass man die Kämpfe nicht verlassen kann. Wir können gar nicht kämpfen. Das funktioniert irgendwie auf dem iPhone gar nicht. Man findet im Diese Internet. Trainerkämpfe meinst du, Ja, ne? genau. Ja. Ja, wir haben auch gegeneinander mal gekämpft und das Ja, ging aber nicht. wir können zum Beispiel Raids können wir ja machen. Das geht, ja. Und Arena-Kämpfe. Ja. Aber ja, also so ein Spiel, was wir ja seit Release gespielt haben, ne? Ja. Pokémon Go. Haben wir da eigentlich schon mal so viel drüber geredet im letzten Podcast? Wir haben Pokémon das Go? immer wieder angeschnitten. Ich weiß auch nicht, wie spannend das ist, aber. Ja, es gibt viele, die Pokémon Go spielen oder viele, die das kennen. Ne? Also, wir spielen seit Release, haben immer mal wieder reingeguckt, spielen das jetzt nicht jeden Tag oder haben auch schon mal 7 Monate dann Pause, dass ich da nicht reinschaue. Also wirklich. Ja. Das ist so wie mit WoW bei. Seit wann gibt's das jetzt eigentlich? Seit 2015 oder 16, meine ich, als wir im Haus eingezogen sind. Stimmt, das war Ungefähr auf jeden so. Fall war das so Frühjahr, sommermäßig. Da sind wir auf jeden Fall abends dann immer noch so Pokémon Go-Runden gelaufen durch Würseln. Ich meine 2016, weil da habe ich bei Messworks gearbeitet und da war das weiß ich noch, dann haben wir Ja, jetzt das sagst du die gerade. Firmen. Ja, ist ja egal, da habe ich bei dieser Firma gearbeitet und Hat keiner gehört. was denn? Ja, das ist doch egal. Ja, Ich aber kann letztes Mal ja hast random du ja. Firmennamen sagen, also. Ach so, ja. Ja, jetzt aktuell würde ich eher ungern sagen, wo ich Also ja, aber arbeite. letztens Also. hast du bei allen Firmen so rumgedruckst, wo du gearbeitet hast, deswegen. Jetzt ist es ja egal, jetzt ist ja auch nicht der Zusammenhang. Wenn ich jetzt sage, oh, diese Firma mit diesem Namen, die haben das scheiße gemacht, die machen dies und das und blöd, das ist ja kacke, dann ziehe ich ja drüber her. Also mache ich jetzt so Firma X, dann ziehe ich drüber her und im nächsten Podcast sage ich ja, 2016 habe ich bei Messworks gearbeitet. Dann könnt ihr euch ja selber einen Reim drauf machen, was dann alles so passiert ist in Okay. meinem Job. Also Aber da, du ja. bist nicht über die hergezogen. Das war eigentlich Ich habe okay. generell, ich ziehe generell nicht über Firmen so her, das ist mir dann egal. Also ich habe generell schlechte Erfahrungen gemacht, darüber haben wir geredet im Podcast Ja gut, und der auf jeden Rest Fall ist mir egal. 2015, ne? Pokémon Go. Nee, 16, ich glaube 16. Seit 2016.
Ja, aber ich wollte noch sagen, das ist wie mit WoW. WoW spiele ich auch seit Vanilla-Zeiten. Vanilla heißt seit der ersten World of Warcraft-Version. Ohne die Add-ons noch und so. Seitdem spiele ich das oder kenne ich das. 2006, nee, 2004 oder sogar. War so ultra lange her, ich weiß es gerade nicht. 2005, boah, keine Ahnung. Bei WoW aber schaue ich immer mal wieder rein. Ja, ist doch cool. Hol mir immer mal wieder ein Abo. Wir haben viel zusammen mal WoW gespielt und so. Ein Wochenende mal, ja. Ja, na, auch schon mal des Öfteren. Ich glaube, wir hatten so ein Monatsabo damals mal gehabt, ne? Ja, wir haben einmal ein paar Monate auf jeden Fall aktiv gespielt. Da haben wir damals auch bis Level 100 oder Level 90 da, als noch ein paar Add-ons zuvor. Egal. So viel dazu. Wir haben viel Assi-TV geguckt. Oh, nächstes ja. Thema. Ich weiß nicht, was du da für ein Thema draus machen willst, aber wir haben viel Assi-TV geguckt. Punkt. Ja, zum Wochenrückblick. Ja, wir haben Germany Shore geguckt im Paramount Plus Probe, 7 Tage Probe-Abo bei Amazon. Haben uns alle 3 Staffeln reingezogen. Was soll man dazu sagen? Wer Assi-TV von RTL und so kennt, der weiß nicht, was wir geguckt haben, denn das ist nochmal, ich sag mal, nochmal 200% asozialer und ja, es war auf jeden Fall witzig. Ich mag das so zu gucken, wie Leute so die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Dann fühle ich mich besser und ich lässt da gerne. Und war jetzt nett, die 3 Staffeln sich reinzuziehen. Jetzt kann ich es erstmal nicht mehr sehen. Ja, das Witzige ja daran ist, dass die ja denken, die wären irgendwie was Besseres, aber eigentlich wissen sie ja auch, dass das Trash-TV ist oder viele Assi-TV dazu sagen, aber die gehen ja trotzdem rein, halten sich trotzdem für Reality was Besseres. Reality-TV nennen oder die das Reality, doch. Ja. Oder Insta-Sternchen und keine Ahnung. Ist doch alles ich, nur für ich finde es auf jeden Fall einfach geil, weil so beim, beim normalen Assi-TV gibt es noch Grenzen tatsächlich und bei Germany schon nicht. Also die kotzen da wirklich sich gegenseitig im Bett an und keine Ahnung, weil sie so besoffen sind und, ja, und fallen über Stühle, fliegen im Hintergrund rum. Also es hat wirklich alle Grenzen. Nee, es hat überhaupt keine Grenzen. Unser Podcast soll ja jugendfrei sein. Also ich sage, es wird sehr viel Geschlechtsverkehr vollzogen. Das ist aber beim normalen Assi-TV auch schon. Ja. Ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall witzig, sich mal anzugucken, was andere Menschen so in ihrem Leben machen. Ja. Davor haben wir noch ein paar Staffeln Sommerhaus der Stars nachgeholt, weil wir ja im Sommerhaus waren. Das wisst ihr ja mittlerweile. Das war cool, ja. Und von da aus direkt Germany Shore haben wir das dann nach Sommerhaus geguckt. Ja. Ne? Wir wollten nur noch viele andere Sachen noch gucken, aber irgendwann habe ich gesagt, nee, du, ey, wir haben auch noch diese Miniserie geguckt auf Paramount Plus. Ah ja, stimmt. Dann noch ein Thriller mit 4 Folgen. Oh, wie hieß der noch? Die Ex-Frau, ne? Ja. Ja, die war auch ganz cool. Wow. Ich will halt nicht spoilern, wenn ich irgendwas erzähle. Also die Serie heißt The Ex-Wife und ja, ist so Thriller-mäßig. Es geht um eine Ex-Frau. Ach, ich will nicht spoilern, da weiß ich nicht, was ich ansonsten sagen kann. Ist es cool, ist es gruselig? Das Ende gefällt mir nicht, aber ansonsten... Und ich weiß nicht, ob es nur auf Paramount Plus läuft. Keine Ahnung. Das ist auch auf Netflix und so. Egal, ist eine Serie, die wir empfehlen können. Wir wollen ja nie spoilern, wenn wir über Serien reden. Es ist eine Miniserie, es gibt nur 4 Folgen. Ja, generell finde ich Miniserien immer ziemlich cool. Dann hast du nicht so 6 Staffeln vor dir. Ja, bei Filmen ist es manchmal so, wo man so denkt, hey, da fehlen doch irgendwie Informationen. Mhm. Das wurde dann, damit es halt in die Zeit von einem Film halt passt, reingequetscht. Aber eine Miniserie hat dann doch mehr Inhalt. Ist wie ein sehr, sehr langer Film oder ein Zweiteiler. Eben. Ja, eigentlich ist es so wie ein zweiteiliger Film, eine Miniserie. Ja. Generell sind ja Serien so besser. Also an Filmen gucke ich ja eigentlich nur noch so diese, wenn ich mit dir dann zusammen so diese komischen Filme, so Komödien, so Liebeschnulzen oder sowas in der Art oder ein Horrorfilm. Aber halt so einen richtig guten Film, also da gucke ich ja lieber Serien, weil die ja viel mehr Infos haben und wo du dich viel besser reinschauen kannst. Ich gucke auch andere Filme, ich gucke nicht nur komische Filme. Ja, ach, keine Ahnung. Irgendwie so. Ja, wo wir gerade beim Thema Serien sind, dann kommen wir jetzt also das war unser kurzer Wochenrückblick, mehr haben wir nicht erlebt. Was wir mal auch in der Woche sonst erleben. Also normalerweise haben wir mehr Termine, aber jetzt Januar, wo der Fokus so auf Entspannung, Sport und Arbeit liegt, ist es echt... Ja. Genau, ihr merkt es gerade, also so viel erleben wir gerade nicht. Das war auch das Ziel. Ja. Ja. Genau, wir ziehen uns im Januar immer so ein bisschen zurück, haben, wie du schon sagtest, den Fokus auf Sport und so und dann auf ein paar Hobbys, wie jetzt, wir kommen ja mit unseren Videos gerade ein bisschen nach, seit Halloween haben wir da ein bisschen nachgelassen, was Videos auf dem Kanal McKinney so angeht, also TikTok, YouTube und so weiter. Ich hole auch Tagebuch auf, also ich schreibe seit 2004 Tagebuch und im Moment hänge ich tatsächlich noch bei November. Ja, also 2 Monate fehlen mir noch. Von Januar habe ich auch schon, aber November, Dezember, da habe ich sehr viele Lücken. Das muss ich alles noch runterschreiben halt. Mhm. Ja, Januar ist so der Jahresstartmonat, logisch, ne? Genau, und deswegen ist der Wochenrückblick jetzt nicht allzu lang, weil wir auch nicht so viel erleben. Ja.
So, wir waren beim Thema Serien. Das soll auch heute unser Hauptthema sein. Einfach mal so ein bisschen über Serien zu quatschen. Hauptsächlich auch Serien aus der Kindheit oder Vergangenheit. Wir können heute wieder ein bisschen in Nostalgie schlummern und schwärmen und schwelgen. Ist das Wort nicht eingefallen? Ich hasse das, ey. In Nostalgie schlummern. Schlummern, schwelgen, laufen. Da gibt es doch direkt diese eine Serie, Navy CIS, da ist doch auch die eine. Wobei, die ist irgendwie zugezogen und die kann auch die Sprichworte nicht. Da muss ich immer an dich denken. Ich weiß jetzt den Namen von ihr nicht. Ja, die Sache ist, wir haben auch nie Navy CIS geguckt, aber da ist eine auf jeden Fall dabei, die immer die Sprichworte so falsch sagt. Und du bist genauso. Ja, ich weiß ja, wie die Sprichworte gehen. Ich kann mir das aber irgendwie nie merken oder vergesse das dann so wie gerade in Erinnerung. Wie war das nochmal? Schlummern, schwelgen. Ja, wenn du es gar nicht versuchen würdest, würde es nicht auffallen. Aber du versuchst es halt und machst es dann so ja, falsch. Ja, ich weiß ja, wie das heißt. Ich vergesse es dann nur in dem Moment so. Mathe, wie war das nochmal? Wie war das nochmal, den Nagel auf den Schwanz und sowas halt. Ja, ja, genau. Aber das machen die ja in Reality-TV ja auch immer. Die sagen ja auch dann den Nagel auf den Schwanz. Und ja, aber ich hatte jetzt schon erwartet, dass du so ein bisschen über denen stehst. Ja, kann ich ja auch. Tue ich ja auch. Aber in dem Moment bin ich immer so voll der Idiot und vergesse das. Ja, egal. Wir wollen heute ein bisschen in Erinnerung schwelgen oder schlummern. Sollen wir das als Thumbnail, haben wir da jetzt einen Titel für endlich? Wir schlummern in Erinnerung. Wenn du das möchtest. In Erinnerung schlummern. Dann schlummer mal los. Das erste, was ich aufgeschrieben habe. Ich kann das nicht lesen, ich habe meine Brille nicht an. Erste, was ich aufgeschrieben habe, dein Ziel, GZSZ, alle Folgen. GZSZ ist ja seit den 90ern, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Genau, ich habe das früher, also es kam ja 92, fing das ja an und lief ja dann jeden Abend in der Woche auf RTL oder weiß ich, doch, das lief schon immer auf RTL. Mhm. Und ich habe das auf jeden Fall eine Zeit lang geguckt früher als Kind. Jetzt nicht 92, weil da war ich 3 Jahre alt, keine Ahnung, ich muss irgendwann mit 6, 7 Jahren kamen die Folgen, also ab da erinnere ich mich so ein bisschen an die Folgen. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren gesagt, ich will die alle nochmal gucken. Die sind jetzt auch alle bei RTL Plus. Und dann habe ich mir dieses Abo abgeschlossen, was uns dann auch zum Trash-TV geführt hat. Mhm. Aber eigentlich wollte ich nur GZSZ gucken, habe dann bei 92 angefangen und habe dann alle Folgen von vorne an nochmal geschaut. Ich bin jetzt inzwischen bei Oktober 2003. Knapp um die 3000. Folge oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. 8000, 9000, 10.000, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wollte ich mir die alle nochmal chronologisch reinziehen. Und so mache ich das und schaue mir dann die Folgen auf doppelter Geschwindigkeit an. Ja. Bei welcher Folge bist du gerade? Da vorne Ich habe keine Brille an. Ich bin so gut wie blind, keine Ahnung. Ich starre hier einfach nur in den Raum, weil ich zu faul war, mir für die halbe Stunde die Kontaktlinsen anzuziehen. Ich habe irgendwie 6 Dioptrien, ich sehe gar nichts. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Da musst du dich auch nicht für rechtfertigen. Ja, dann frag mich doch nicht immer. Man sieht die Folge nicht da rechts auf dem Fernseher. Ich wollte nur sagen, aber GZS hat es gerade pausiert, es läuft. Wir mussten ja den Podcast aufnehmen. Du warst ja gerade mittendrin. Ich glaube, du bist bei Folge 2700 oder so. Das kann gut sein. Entschuldigung. Also habe ich aber noch locker 20 Jahre aufzuholen. Ja. Und es läuft ja täglich weiter. Ja, und du guckst ja auf 2,2-facher Geschwindigkeit, habe ich letztens gesehen. Ja, aber weißt du, der Witz an der Sache, ich habe gerade eben den einen Schauspieler von, der den John spielt, ne, der heißt Felix Jascharow oder so, habe ich mal, also ich google dann immer die Darsteller und die Schauspieler, so was aus denen geworden ist und so, keine Ahnung, ich lasse mich auch ein bisschen spoilern, ich meine, man hat es ja immer so zwischendurch mal mitbekommen. Auf jeden Fall geht der jetzt im Januar mit in den Dschungel. Also so total witziger Zufall. Hast du mir erzählt, ja. Einfach so 20 Jahre nichts mehr von dem gehört. Keine Ahnung, was der auch in der Zwischenzeit gemacht hat. Und jetzt geht er in den Dschungel. Das finde ich auf jeden Fall cool. Wann fängt eigentlich der Dschungel an? Die warten quasi, glaube ich, täglich darauf, dass sie abgeholt werden. Die wissen selber nicht genau, wann es losgeht. Kommt das bald jetzt auch im Fernsehen? Weil wir wollten ja, es jetzt auch im gucken. Januar. Ah ja, cool. Da können wir ja zwischendurch dann immer reinschauen. War ja ganz cool. Ja, Dschungel finde ich cool, aber da gibt es andere Formate, die ich besser finde. Big Brother oder so. Prominent getrennt warten wir ja auch drauf. Wir sind ja so richtige. Prominent getrennt warte ich richtig drauf, ja. Hier sind so, dass wir so krass da im RTL und so da. Das ist nur, weil wir RTL Plus heißt das, ne? Nur wegen deinem GZS-Set. Ja, früher hieß das doch, als ich das gemacht habe, hieß das nicht RTL Plus, da hieß das. TV Now. TV Now, genau. Naja. War ja schon immer von RTL, keine Ahnung, warum die das dann umbenannt haben, weil ja alle jetzt Plus heißen. Paramount Plus, Disney Plus, RTL Plus, ja. Join. Keine Ahnung. Ja, also dein Ziel, irgendwann mal irgendwie auf Stand zu sein bei GZSZ, das läuft ja aktuell noch. Gerner spielt auch immer noch mit. Echt? Der spielt aktuell auch noch mit, ja, natürlich. Hat er? Ja, okay. Ja, ich glaube, der ist immer aktuell noch dabei.
Das weiß ich nicht. Das will ich aber, ich will mich nicht spoilern lassen, den suche ich nicht. Ich würde ja gerne sagen, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn das irgendwie anders ist, aber schreibt keiner in die Kommentare, deswegen. Nein. Aber man muss die Leute ja irgendwie zu Ich habe immer Fragen gestellt und dann so, würde mich mal interessieren, da kam nie eine Antwort drauf. Nee, leider nicht. Aber okay, haben sind wir auch ehrlich, der Podcast läuft auf Spotify, Amazon Music, da kann man nicht kommentieren und auf YouTube, und YouTube ist einfach eine, Drecksplattform, deswegen... Bei Spotify kannst du aber kommentieren. Echt? Das geht. Hm? Ach krass, dann haben wir denn da, also ja, hast es, du gibt, einen Blick? Es gibt immer ein FAQ bei Spotify und da, na, da hat keiner geschrieben bis jetzt, aber dann, du kannst dann so Fragen stellen. Ich habe jetzt immer standardmäßig, wie fandet ihr die Folge? Dann könnt ihr immer, dann kann man ja alles im Geschirr reinschreiben. Also du kannst dann so Fragen stellen und dann können Leute darauf antworten bei Spotify. Ah, krass. Aber bis jetzt ist immer Standard, gut, wie fandet ihr die Folge? Aber ehrlich, ein Glück antwortet auf YouTube keiner, weil die Kommentare, die da kommen, sind ja eh für die Tonne. Ja. Wir sind eigentlich beim Thema Serien, aber du sprichst gerade an, YouTube ist heftig. Aber das liegt auch wahrscheinlich so an der Thematik, die wir haben. Ich habe ja auch noch meinen Domi McKinney-Kanal auf YouTube, der extrem klein ist. Der hat nur 18 Abonnenten. Wir haben ja 147 oder bald 150 Abonnenten. Das ist, wir haben die meisten Abonnenten damals im Sommer mit unseren Türkei-Videos und Shorts gemacht. Da haben wir irgendwie voll viele Abonnenten bekommen. Da haben wir auch voll die vielen Fuck-Kommentare bekommen. Und da haben wir die schlimmsten Kommentare bekommen, ja. Von Allmann bis Nörkler bis Beleidigungen unsererseits. Ich finde das so krass, du machst so ein Video, stellst es auf TikTok, dann kriegst du so entweder halt nur so Likes halt, oder wenn Kommentare kommen, dann so Fragen oder so. Ab und zu ist mal so ein bisschen Mist dabei, aber so ganz selten. Mhm. Und dann einfach so ein ganz normales Video und auf YouTube wird einfach voll der Dreck darunter geschrieben. Ich finde das so witzig. Aber ich rechne halt nicht damit, dass jemand ernsthaft auf YouTube was kommentiert und was wirklich ist. Also was bringt, was mir inhaltlich weiterhilft oder so. Die schreiben so einen Schrott, da lache ich gerne drüber. Ich sitze abends auf der Couch, gucke mir das an und mache mich darüber lustig, aber ich habe da noch nie einen ernsten Kommentar so wirklich rausgefiltert bei YouTube. Nee. Außer wenn wir die Leute kennen, wie jetzt die Miss May, die hat ja mal was zu Temu geschrieben und so, das ist was anderes, ne? Ja, das ist ja was anderes. Das sind Leute unserer Community, die dann da mal kommentieren. Das ist was anderes. Es geht ja um random oder fremde Leute, die dann irgendwie zu uns gefunden haben. Und das ist, was ich sagen wollte, die Thematik macht das aus, weil ich habe ja einen Gaming-Kanal und habe auch auf meinem Kanal auch hier und da ein paar Tutorials zur Technik. Und da sind die Kommentare halt mega cool auf YouTube. Ja, okay. Also im YouTube im Gaming-Bereich eigentlich mega chillig, weil ich gucke ja auch sehr viel YouTube im Gaming-Bereich. Ich habe ja meinen YouTube-Gamer. Und da ist die Community eigentlich mega gechillt. Aber dann so alles andere ist TikTok tatsächlich von den Leuten her am chilligsten, am nettesten und kommentarfreundlichsten. Manchmal hat man immer so einen komischen Querulanten dabei, klar, das habe ich dann auch. Aber ich musste aber in all der Zeit und in all den Videos musste ich nur einen einzigen Kommentar löschen. Mhm. Also ich lasse auch viel an Shitstorm, sage ich mal, drinstellen, wenn ich das witzig finde oder wenn es okay ist. Nur das eine war so, wo der eine geschrieben hat, warum bist du so frustriert, geh mal lieber deine Frau knallen. Das habe ich gelöscht. Das war bei TikTok, das fand ich ein bisschen asozial. Das war der einzige Kommentar, den ich gelöscht habe. Ansonsten hatten wir da noch nie irgendwie den Bedarf, dass ich alles andere, da mache ich mich. Aber das fand ich ein bisschen eine Nummer too much. Ja, ja. Aber sonst. Ich habe ja auch mein World of Warcraft Video, das geht eine Minute, das geht ja auf TikTok immer noch steil. Da kommentieren mittlerweile viele Russen und auch englische Kommentare jetzt auch sogar bekommen. Keine Ahnung, das geht anscheinend irgendwie rund. Es geht um die Welt. Viral, ja. Es hat jetzt 40.000. Das ist jetzt nicht so viel, aber jetzt kommen auch sogar englische Kommentare und so. Ich denk so einfach nur, weil du WoW auf dem Steam Deck spielst. Ja. Ich habe dich schon, als du es gepostet hast, gesagt, das war und, interessiert mich nicht. Aber genau, und ein Tutorial gemacht auf TikTok, dann ist so 10-Minuten-Tutorial, wie man es installiert. Auf TikTok, ja, 2-3 Kommentare, nicht viel. Aber auf YouTube geht's gerade mega steil. Und voll viele Kommentare auf YouTube. Ja, wie geht denn das? Wie ist denn das? Also voll viele Leute, die Fragen haben, weil die das machen wollen und so. Ja, ist auch eher so eine Sache für YouTube, wenn man so Tutorials macht, vor allem Technik-Tutorials. Ich verstehe nicht, was daran so was Besonderes ist. Das Steam Deck ist ja generell ein Gadget, was eher unbekannter ist. Das ist jetzt keine Nintendo Switch. Ich spiele mal Pokémon blaue Version vom Game Boy drauf. Naja, das als nächstes will ich ja Poké-MMO machen. Ja, das mochte ich nicht. Ja gut, oder ja, aber ein Emulator Pokémon, ich meine, die Leute kennen Emulatoren. Ja, aber bei WoW finden sie es doch auch toll. Das ist ja auch was, keine Ahnung, was anderes, als wenn du Pokémon auf einem Emulator spielst. Du hast 1000 Emulatoren auf PCs, kleine Handhelds, die Emulatoren haben. Wie diese Sticks, die du am Fernseher anschließend hast, da PlayStation 1 Spiele und solche Geschichten und so. Hm. Egal, ist auf jeden Fall so eine Sache. Wow, wir sind jetzt komplett vom Thema hier abgekommen, ne? Ja, achso, ja, wir hören auf jeden Fall auf, Fragen zu stellen, so wie, was war eure Lieblingsserie oder so, weil wir darauf keine Antwort kriegen, das ist auch in Ordnung. Da wir auf YouTube auch eigentlich keine Antworten wollen, besser ist es. Doch, ich hätte schon gerne Kommentare auf YouTube, aber wenn konstruktive... Naja, musst du wieder deine Frau knallen gehen, komm, lass gut sein.
konstruktive Kommentare oder Kritiken. Ist ja klar, wenn wir Videos zu Hotels machen und wir sind da generell uns halt so ein bisschen am Aufregen oder am Beschweren, dass halt vieles falsch läuft, dann kann man sagen so, ja, aber seid doch froh, das ist ein Urlaub, habt doch nicht so schlechte Laune, der ist nur einmal im Jahr. Das ist ja konstruktive Kritik, aber dann zu schreiben, wir sind nörgelnde fette Allmanns oder so, da habe ich halt gar keinen Bock drauf, wenn ich schon wieder sowas lese. Weißt du? Ja, oder Rezepte kannst du auch nicht posten, gibt immer Hass dann drauf, egal was man macht. Das ist nie das, was man dran. Wo war das nochmal auf? Sorry, jetzt habe ich. Wo war das auf YouTube, wo wir ein Video, das ist doch schon älter gewesen, wo dann irgendwann einer geschrieben hat, war, wenn jemand im Flieger neben mir mit einer Bierpfanne sitzen würde, würde ich mich übergeben. Ich denke so, hä, wovon redet die? Und dann war da nur ein Bild, wie wir mit einem Bier in diesem Schalter, also am Flughafen saßen, weil wir gewartet haben und ein Bier gelockt haben bei Untappd und hatten ein Bild mit einem Bier in diesem Short oder in diesem Video. Ja, jetzt ich weiß bist es du nicht Alkoholiker, mehr. Ein klar. Kleines Bier. Und wer kommentiert denn dann, dass, boah, wenn jemand mit einer Bierpfanne neben mir sitzen würde, hallo, es trinken Leute Bier und Wodka und was weiß ich auf dem Flug, die dafür 10 Euro ausgeben. Was habe ich schon alles erlebt in einem Flugzeug? Die machen ihre Dose auf und haben Senfeier da drin und solche Geschichten. Und wenn die dann diese kleinen Packungen mit Thunfisch aufmachen, so Thunfischbrote. Ah, sorry. Gut, kommen wir mal zurück zu den Serien. Mein Ziel, also es hört sich an, als wäre so ein Lebensziel, aber ich würde halt gerne irgendwann mal alle GZSZ-Folgen gesehen haben. Da kannst du in Ruhe stellen. Es gibt auch ein GZSZ-Wiki tatsächlich, wo alle Personen drinstehen und so mit allen Fakten. Das ist richtig cool. Das glaube ich. Vor allen Dingen, ich gucke da regelmäßig rein, lass mich dann immer spoilern, aber ist mir egal. Ich bin scharf drauf, weiterzugucken. Ansonsten, ich kann es nicht lesen, was hast du noch aufgeschrieben? Ja, mein Ziel ist es ja, hier alle Folgen von Detective Conan zu gucken. Es gibt auch tausende Detective Conan-Folgen. 300 sind auf... Ist das der Kleine, der immer seinen Arsch zeigt? Nein, das ist Shin-Chan. Detective Conan ist ein 17-jähriger Schülerdetektiv, der aber mega schlau ist. Shinichi Kudo heißt der. Und ist von allen so voll so, oh ja, voll der Krasse und so, wird von allen angesehen, hat hohes Ansehen bei allen sozusagen. Und der kriegt aber dann irgendwann so, der kriegt in der ersten Folge so ein Gift verabreicht von so einer Gangsterbande, weil der die auflauert. Und die wollen den eigentlich töten mit dem Gift, aber er schrumpft und wird wieder 7 Jahre alt. Oder hat den Körper eines 7-Jährigen, seinen Verstand hat er aber behalten. Wie alt war er nochmal? 17 ist der im Comic oder im Manga. Ist das das, wo du die Bücher von hast? Ich habe davon ein paar Bücher, ja. 8 Bände oder so, wo man falsch rumlesen muss. Ja. Auf jeden Fall ist sein Lebensziel, diese Männer in Schwarz zu finden, dass er wieder groß wird. Er kommt dann bei seiner großen Liebe unter Ran Mori. Ihr Vater ist Kogoror Mori, das ist Detektiv, aber so voll der Schlechte, so voll der Komische. Seine Eltern, wundern die sich nicht? Die sind in Amerika irgendwo. Die wissen das, dass der geschrumpft ist, aber die sind irgendwo in Amerika. Hat er auf eine Postkarte so geschickt? Naja, und die bleiben auch in Amerika. Und dann gibt's noch Hallo Papa, ich bin jetzt wieder im Körper eines 7-Jährigen. Wundert euch nicht, macht euch eine gute Zeit. Ja, die Mutter findet das irgendwann heraus, weil die kommt dann da und dann checkt die das sofort und so. Weil es gibt da noch Professor Agasa, der ist der Erste, der davon wusste. Das ist so ein Professor, der macht dem so Gadgets, weil der löst ja weiter Kriminalfälle und Morde. Und dann hat der so ein Narkose-Chronometer oder so heißt das in seiner Uhr. Dann schießt der Kogoror Mori, also dem Vater von Ran. Kannst du diese ganzen Namen merken, aber nicht die Sprichworte? Ja. Nein. Dann schießt er dem Vater von Ran immer in den Nacken, dann schläft er so und dann hat er so seine Fliege, damit kann er Stimmen verstellen und dann redet er in der Sprache von Kogoror. Und dann wird aus Kogoror Mori, dem Loser, auch irgendwann der krasse Detektiv, der seine Fälle im Schlaf löst. Aber das macht Conan eigentlich die ganze Zeit. Oder Shinichi. Okay, sagen wir mal so, du hast mich abgehangen. Aber viel Spaß dabei. Und Ran ist seine große Liebe, die darf das überhaupt nicht erfahren, weil die Männer in Schwarz könnten ja alle seine Family töten. Keiner darf das erfahren. Dann hat er natürlich noch Kids von seiner Schule, das sind dann die Detective Boys. Und er darf als 7-Jähriger weiter in die Schule gehen. Ja, der muss dann in die Grundschule und so wieder. Weil der wohnt ja bei Ran und Ran denkt, sie muss auf ihn aufpassen. Ran ist ja seine Liebe, seine große Liebe, die ist auch 17. Ja, aber die weiß das doch. Nein, die weiß das nicht. Was denkt die denn, wo er hin ist? Der Shinichi ruft dann immer so an, macht seinen Stimmenverstell, also Conan ruft dann an und tut so, als ob er Shinichi wäre und sagt, oh, er ist an einem großen Fall, er ist überall und nirgendwo und das geht schon 3000 Folgen so oder so. Da gibt es 300 Folgen, die sind nur auf Deutsch synchronisiert seit den 90ern, aber es hieße ja, dass jetzt bald neue Folgen kommen, die auf Deutsch synchronisiert werden. Irgendwie 1000 Folgen werden jetzt synchronisiert. Es gibt aber tausende Folgen auf Japanisch oder auf Englisch. Und du guckst Japanisch. Auf Englisch oder was? Auf Deutsch gerade aktuell noch. Bin also bei Folge nicht 150. Mal die 300 Folgen durch. Bin bei Folge 150 oder so, ja. Ja, aber da die gibt es alle auf Crunchyroll. Das ist ja so ein Anime-Anbieter, Streaming-Anbieter. Gibt es alle auf Crunchyroll.
Was hast du denn noch so? Das sind ja auch in der Serie eigentlich aus den 90ern. Kenne ich schon als Kind. Was hast du denn noch so geguckt früher? In den 90ern oder 2000ern? Boah, als Kind habe ich hab auf jeden Fall Sailor Moon geguckt. Aber damals noch die ersten Staffeln, nicht als das irgendwann so abgespaced wurde, sondern wirklich die ersten Staffeln, als die rauskamen, habe ich die geguckt. Meine Schwester hat es vielleicht geguckt, aber Sailor Moon, da habe ich ja als Junge weggeklickt. Doch, auf jeden Fall. Ich wusste hier alle Planeten, die Farben und so, ich wusste alles. Und dann, also auf jeden Fall, dann habe ich, ich hatte auch hier so einen Aufkleber auf die Stirn mit so einem Sailor Moon-Diadem-Scheiß und so. Und ja, ansonsten was haben wir noch geguckt? Wir haben, also meine Schwester und ich, die Kickers haben wir geguckt. Keine Ahnung warum. Ich hasse Fußball. Die habe ich mit meiner Schwester immer geguckt, die Kickers. Ich weiß nicht, warum. Ja, deine Schwester mag auch Fußball, aber ich hasse Fußball. Keine Ahnung, warum ich mir das reingezogen habe. Ich habe das als Kind auch Fußball gehasst, aber die Serie war dann wenigstens okay. Das ist wenigstens Zeichentrick und Anime und nicht dieser Scheißfußball, der im Fernsehen läuft. Ja, was habe ich noch? Darkwing Duck haben wir noch geguckt. Kannst mir aber kurz ein Eistee geben? Mein Mund ist unglaublich trocken. Um viel reden, danke. Ja, Darkwing Duck war genial. Also das war. Ich erinnere mich gerade auch nicht mehr so an die Folgen oder so. Ich weiß, ich habe das halt geguckt und ich fand das cool. Dann haben wir noch Glücksbärschis tatsächlich, Baloo und seine Crew. Das lief immer alles so am Stück. Dann haben wir natürlich alles geguckt, was dann so. Ja, alles halt auf Super RTL, ne? Ja, immer so sonntags und alles nacheinander dann, ne? Boah, Gänsehaut lief ja auch auf Super RTL immer am Sonntag oder so. Das habe ich nie gesehen. Ja, die Original Gänsehaut-Serie. Nee, das kenne ich. Ich kenne. Mega geil. Boah, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Mit Jonathan Frakes. Ja, das ist ja X-Faktor. Das gibt es auch immer Sonntag auf RTL 2. Das haben wir jeden Sonntag geguckt. Das haben wir ja damals im Stream zusammen geguckt. Auf Twitch gab es ja dieses Amazon Watch Together oder so. Dann konnten alle, die Prime hatten, konnten wir im Stream miteinander, haben dann X-Faktor geguckt. Das war. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Glaub, sie ist frei erfunden. X-Faktor ist doch so eins der krassesten und bekanntesten Serien aus den 90ern. Weil dann hatte man als Kind immer voll Angst. Ja, mega. Und später bei der Auflösung bei der Auflösung hat man gar nicht mehr so richtig hingehört. Dann hat man zwar so mitgeraten, aber das war eigentlich egal, was da rauskam. Man hat sowieso nichts davon geglaubt, aber man hatte trotzdem Angst. Ich habe da auch bei TikTok immer, da gibt es einen TikToker, der hat immer so die gruseligsten X-Faktor-Serien und konnten Leute abstimmen. Und da war auch die schlimmste Folge, die ich fand, war die Oma mit den roten Augen. Kennst du ja die Folge? Das hast du schon so oft erzählt. Boah, aber schrecklich. Als Kind hat man mega Angst. Ich weiß nicht, was die schlimmste Folge war. Ich weiß nicht, das habe ich mal im Stream erzählt, weil du bist ja so als Kind, guckst das so und dann ist ja mal der Junge, der sieht nachts immer so ein Geistergesicht und so. Und dann haben die gesagt, ja, das ist da irgendwie der Feuermelder, der hat da rote Lämpchen, du bildest dir das ein. Und am Ende ist das dann einfach so eiskalt, die Oma mit so roten Augen und als Kind bist du so vollkommen geschockt, weil eine Oma ist doch die sorgt dafür, dass es dir gut geht. So eine Oma, weißt du? Die alles für dich tut und für dich sorgt, bei der du immer sicher bist, ist dann auf einmal mit roten Augen und dann so bäm, denkst so, nein, die Oma doch nicht. Alter, das war, hat mich übelst geflasht als Kind. Was hat die Oma gemacht? Hä? Was hatte die Oma gemacht? Was denn? In der Folge. Sie hatte einfach nur rote Augen. Sie war es mit die Person mit den roten Augen. Die hat sich dann irgendwie umgedreht und hatte die dann so rote Augen und alle so, wow. Und alle ja, aber was, okay, ja, lassen wir es einfach so stehen. Ja, geniale Folge. Tja. Disneys große Pause war auch super RTL auch, fand ich geil und der Film ist auch super. Ich habe das geguckt, aber ich habe das eher mit meiner Schwester geguckt, die ist ja etwas jünger, eher in deinem Alter und du liegst genau altersmäßig zwischen uns beiden. Disneys große, ne? Pause ist auch schon älter, also. Ja, aber das habe ich nicht mehr so. 90er-Ding. Ja, aber da war ich eigentlich schon zu alt für, weißt du? Na, Disneys große Pause ist wirklich ein richtiges 90er-Jahre-Ding, wirklich. Ja, aber da habe ich es schon nicht mehr so geguckt. Ja, oder das du war hast wahrscheinlich auch meine GZS-Zeit. Vielleicht nicht interessiert, also. Boah, kennst du eigentlich die Geschichte mit GZSZ? Ich weiß, wir sind schon weiter, aber ich war sehr so ein Riesenfan. Ich hatte immer dieses GZSZ-Magazin, ich hatte die Poster davon. Riesenfan von Janet Biedermann, Oli P. und so. Und irgendwann hieß es, dass die mal in Köln bei Karstadt sind für eine Autogrammstunde, weil die kommen ja eigentlich alle aus Berlin und so. Ja. Und keine Ahnung, geben wir nicht Konzerte oder so. Deswegen, man hatte eigentlich nicht so die Chance, die mal live zu sehen. Hatte meine Mutter das in der Zeitung oder so gelesen, keine Ahnung. Dann sind wir mit dem Zug, die ganze Familie dann, ich glaube, das war ein Sonntag oder Samstag, nach Köln gefahren. Und dann hing dann einfach nur so ein Zettel, GZSZ, Autogrammstunde fällt heute aus wegen Krankheit und wir standen einfach so voll umsonst in Köln, ich war voll aufgelöst. Dann habe ich an diese Autogrammadresse geschrieben, wo man, da konntest du so einen Rückumschlag reintun mit deiner Adresse und dann ein Autogramm von Oli P. zu bekommen. Ne? Und? Das kam, also ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das war, sagen wir mal 2001 oder so, kam das tatsächlich irgendwann an, 12 Jahre später, kommt einfach so ein Oli P. Ja, es war wirklich Jahre. Richtig lange später kam das an. Ich habe nur so aufgemacht und dachte so, hä? Und habe es einfach in den Müll geworfen, keine Ahnung.
Hat sich extra Mühe gegeben, hallo. Ein kopiertes Autogramm. Naja, ich hatte zumindest das Porto bezahlt, also es war mir schuldig, aber es ist dann auf jeden Fall direkt in die Tonne gewandert. Also es war auf jeden Fall, ja, es war locker 10 Jahre später. Oli P. habe ich auch vor 10 Jahren mal live gesehen. Ich muss es kurz ausrechnen, das kann aber eigentlich, wann habe ich das abgeschickt? Das kann nicht so viel später gewesen, dann muss das früher gewesen sein, weil wir haben ja nie so lange in einer Wohnung gewohnt. Wir haben von 98 bis 2006 in der Wohnung gewohnt, wo das Autogramm ankam. Ja, okay. Dann, wenn ich das, sagen wir mal, 99, 2000 abgeschickt habe, ja, okay, vielleicht waren es 5 Jahre. Es war einfach eine verdammt lange Zeit. Ich hatte das natürlich in den nächsten Monaten erwartet. Es kam nicht und dann kam es Jahre später, als ich gar kein GZSZ mehr geschaut habe. So wie Damian die ganze Zeit auf Bollos Karte gewartet hat. Ja, nur schlimmer. Vielleicht hat ja auch irgendwann jemand so gesagt, ey, guck mal, Olli, die ganzen Briefe. Und dann haben irgendwann so der Manager und dann die Sekretärin das für den so gemacht. Und er selber hat so gedacht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, habe ich das sofort in den Müll geworfen. Oli P. habe ich ja, bevor wir uns kennengelernt haben, live gesehen im Apollo in Aachen in der Disco. War langweilig, war nicht so cool. Ja, hat seine Hits da halt gespielt, hauptsächlich hier Flugzeuge im Bauch oder so. Ich fand den damals halt cool, aber so, keine Ahnung, das ist halt so, wenn man GZSZ guckt als Teenie und dann für die Stars da schwärmt halt, ne? Janet Biedermann habe ich mal live gesehen, also die macht halt auch gute Musik, ne? Also von daher passt das. Aber da habe ich kein Autogramm angefordert, glaube ich. Und wenn, warte ich noch heute darauf. Hätte ich einen Nachsendeauftrag stellen müssen beim Umzug damals. Toll. Wo wir gerade bei Musik sind, auch so damals, das war aber schon so 2000er. Ich bin ja ein bisschen jünger als du. Ich hatte dann so Anfang der 2000er, so hier die Manga- oder Anime-Volume-Hits und so von RTL 2. Da war dann die Titelmusik von Pokémon drauf, Titelmusik von Digimon und auch Detektiv Conan und so. Das war so eine blaue oder so eine lilane CD. Da gab es dann Volume 1, 2, Hast 3. Hast du die noch? Boah. Weiß nicht, Digga, weiß nicht. Irgendwo sind die rumgeflogen. Ich habe ja sehr vieles, ist ja einfach weggeworfen, so aus meinen alten Kinderzimmern, bei meinem alten Elternhaus. Das ärgert mich auch viel so Schrott. Sehr. Und, ja, genau, und du warst so in einem Alter, also ich war ja, sorry, du kannst gleich, man ist ja so in einem Alter, man zieht aus, man ist so 18, 19 und dann interessiert, so dieser alte Scheiß, den man aus seiner Kindheit hatte, interessiert dann einen überhaupt nicht. Dann sagst du ja, verschenk, schmeiß weg oder sonst irgendwas. Und das bereut man ja jetzt im etwas höherem Alter. Mit 30 bereut man das, weil ich hätte so gerne noch den ganzen Stuff von damals jetzt irgendwie. Ne? Das ist scheiße. Ich hatte als Kind auch so ein richtig cooles Märchenbuch, das ist auch weg. Mein Sagerland ist irgendwie weg, keine Ahnung. Wir so hatten auch weg, Monopoly Junior. Alles, was wir jetzt mit Damian und so spielen könnten, spielen wollen würden, ist weg. Und jetzt muss ich mir das bei eBay Kleinanzeigen gebraucht neu kaufen. Leider. Oder jetzt hier, wir haben bei TikTok noch geschrieben, ich hatte diese McDonald's Pommesmaschine, ne? Wo du oben so einen Toast reinschiebst und dann macht er so Fritten da draus. Dann kannst du irgendwie mit so einem Salzstreuer, da kommt Zimt rein, kannst du dir das, ja egal. Auf jeden Fall hat jetzt einer, habe ich geschrieben, ich hatte das Ding auch, und da hat jetzt einer geschrieben, das ist jetzt tausende Euros wert, diese scheiß Frittenmaschine. Krass, ne? Ich wünschte, ich hätte die behalten, Altersvorsorge, ja, aber... Bei uns ist alles weggekommen, ein Container und so, das ist so eine Schande eigentlich, aber wir hatten ja auch so viel Stuff, meine Schwester und ich. Vielleicht war es auch kaputt. Ja, da war auch einfach so viel Blödsinn halt dabei. Meine Eltern haben sich getrennt und das Haus musste verkauft werden und alles. Meine Mutter hatte da gar keinen Bock und keine Kraft mehr zu. Und dann hat man das halt alles weggeworfen. Und dein Kaffee International ist auch verschwunden, ne? Nein, das haben wir neu gekauft. Das hat aber meine Schwester. Ach, das ist wieder aufgetaucht, okay. Meine Schwester hat das, ja. Ah, okay. Und ich habe ja noch, also ein paar Reste sind ja geblieben. Mein Kuscheltier von, seitdem ich 3 oder 4 Jahre war, existiert immer noch. Das liegt ja bei mir oben im Studio. Na gut, das hat man ja auch in der Erinnerungskiste. Genau, das ist ja was anderes. Mein großer Werner, mein kleiner Werner und hier und da mein Homer Simpson. Ich hatte so eine Puppe, da konntest du drauf auf den Bauch drücken. Also da war so ein Teil drin. Und dann hat der Kopf geleuchtet. So voll creepy. Das war meine Lieblingspuppe. Die muss ich dir mal zu Hause zeigen. Aber die tut's nicht mehr. Die hast du? Ach, du hast du noch? Ich hab die noch, aber ich glaube, ich müsste mal Batterien reintun. Die wurde aber 5, 6 Mal repariert. Ich glaube nicht, dass die noch leuchtet, aber... Wofür ich mich ja auch hasse, ist das, dass ich mein Woody und mein Buzz Lightyear von Toy Story nicht mehr habe. Ich hatte die wirklich, die waren so groß ungefähr, so ein großer Buzz. Man kann ja nicht alles aufbewahren. Und der Woody hatte richtig eine Schnur hinten und alles. Also ich hatte einmal deutsche Versionen und englische Versionen sogar. Ich glaube, die deutsche hatte die Schnur, die englischen, die hatten nur so ein Knöpfchen und so. War die deutschen Version super, mit einer Schnur, mein Bass, der konntest draufdrücken, Flügel kam raus, Helm ging nur halb zurück. Ich meine, ich hätte die verschenkt die Freundin von meiner Schwester damals. Ich glaube, da ihr Cousin oder Bruder und so, ich glaube, ich habe die verschenkt, weil ich in einem Alter war, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, das hätte ich niemals machen dürfen. Tja. Weil wenn du heute bei Amazon guckst oder bei Smith Toys oder so, ein Original Woody oder so ein Buzz Lightyear, das ist Popels, Pillepalle. Die kosten 40, 50 Euro und die können nichts.
Der Bass kann auch nicht mal mehr seine Flügel ausfahren und so. Es ist traurig. Tja. Ja, wie viele Minuten haben wir? 34 Minuten sind wir jetzt. Also ich, so ansonsten zu Serien fällt mir nichts mehr ein. So. Ja gut, was noch alles, wir haben jetzt viel über RTL 2 gesprochen, das waren einfach krasse Serien, also als Kind, hat auch mit Nostalgie zu tun. Weiß ja nicht, was heutzutage alles so im Fernsehen läuft. Damian guckt ja nur auf Tablet, YouTube und alles Mögliche. Obwohl das, was auf Disney Plus läuft, ist auch cool. Der guckt doch das mit diesen Bären. Ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Gibt es eigentlich noch Super RTL? Gibt es das noch? Muss doch noch geben, oder? Super RTL. Warum nicht? Aber Damian guckt das mit diesem Bär immer. Ja, das läuft auf Super. Togo gab es ja auch noch. Das ist ja von Super RTL irgendwie Togo noch. Und Julius guckt das mit diesem Marienkäfermädchen. Wie heißt die nochmal? Ladybug. Ja, genau. Es ist ja auch alles online heutzutage. Du hast ja auch alles in Streams und sowas. Und die gucken noch irgendwas. Wie hieß dieses Theaterstück, wo Damian war mit diesem T-Shirt, was er von dem Ding hat? Oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Boah, das weiß ich gerade nicht. Paw Patrol meinst du oder was? Nee. Ach, keine Ahnung. Ich überlege. Also Super RTL war ja damals der Boss. Und ich glaube, das kann so keiner in der heutigen Generation nachempfinden, was so Super RTL, RTL 2 damals Fernsehen für uns ja eigentlich war. Heute kannst du ja alles im Internet anschauen. Streams, YouTube. Ich glaube, wenn es damals sowas schon gegeben hätte und ich hätte mein Tablet ich hätte ein Tablet gehabt, dann hätte ich die GZSZ-Folgen damals immer am Wochenende geguckt. Ich weiß, ich habe ja dann zwischendurch schon mal eine Folge verpasst und dann liefen samstags morgens immer alle 5 Folgen von der Woche am Stück. Das habe ich dann aber auch manchmal verpasst und irgendwann hatte ich da halt den Anschluss verpasst. Ja, wenn ich also am Tablet hätte dranbleiben können mit VODs, dann heißt das VODs bei einer Serie? Ja, Video on Demand heißt das ja. Ja, dann wäre ich auf jeden Fall dran geblieben. Ja, zumindest haben wir früher halt ja sehr viel aufgezeichnet auf Videokassetten. Und es gab ja dann diese Programmcodes, dann konntest du einen Videorekorder ja programmieren. Ja, aber das waren schon die krassen Videorekorder. Das waren die krassen, ja. Und genau, dann haben die automatisch für dich aufgenommen, wenn du jetzt nicht zu Hause warst und das unbedingt gucken wolltest. Man hat sehr viel aufgenommen. Als wir eine Woche in Spanien waren, habe ich auch eine Videokassette, eine extra große, also wo extra viel drauf passte. Mhm. Ich glaube, das Maximum von einer Videokassette 4 Stunden oder so. Ja, ungefähr. Ja, und dann habe ich das auf jeden Fall auch mit den Zeiten und so. Aber irgendwie hatte das dann nicht funktioniert. Da hat dann immer eine Stunde versetzt aufgenommen und ich hatte dann immer das, was davor dann ja, das hat manchmal nicht geklappt. Geärgert. Auch mit diesen, die krassen waren ja, dass du dann eine Uhrzeit einstellen konntest. Da musste der Receiver an sein und so und dann hatte der nach Uhrzeit aufgenommen einfach. Hat dann einfach los aufgenommen. Wir hatten keinen Receiver, wir hatten Kabel. Ja, wir hatten jetzt Satellit-Receiver, ja. Also das musste, der Receiver musste an sein, sonst geht's ja nicht. Und dann konntest du ja entweder Uhrzeiten, dann hat er einfach aufgezeichnet, dann gab's die richtig krassen, dann da war in der TV-Zeitschrift so ein Code. Ja, genau, so einen hatte man oben. Genau, und den konntest du eingeben und dann hat der einfach, da musstest du sonst nichts mehr machen, ich glaube Receiver an oder aus war auch voll egal, der hat das einfach gemacht, das hat aber auch manchmal nicht funktioniert. Ja. Konntest du Glück oder Pech haben, ja. Also es hat selten geklappt, wenn ich was aufnehmen wollte. Und dann kam ja so die Zeit, so nach Video DVD-Player. So den ersten DVD-Player, den man dann so hatte, auch Mitte 2000er. Die erste DVD, die ich hatte, war eine Raubkopie von Harry Potter und der Kammer des Schreckens. Raubkopie aus dem Kino. So richtig schlecht und so. Ich weiß gar nicht, was meine erste CD war. DVD. Ja, Mensch, ja. Keine Ahnung. Also ich weiß, ich hatte irgendwann einen DVD-Player, aber ich weiß nicht, was ich für Filme hatte. Konnte ich mich auch lange nicht mit anfreunden. Video war halt einfach so viel, immer viel besser. Du konntest ja alles aufzeichnen auf Knopfdruck und so. Das war ja einfach viel cooler. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten nicht mehr in CD-Hüllen, sondern wir hatten hier diese Spindeln, wo die Rohlinge mal drauf waren, hatten wir einfach voll mit gebrannten CDs, keine Ahnung. Ja, als DVD kam, ich glaube, ich hatte 2 originale DVDs damals in der Mitte der 2000er. Der Rest war ja alles gebrannt. Alles kopiert und Raubkopien bis zum geht nicht mehr. Und boah, das war ja heftig damals. Auch die ganzen Programme, die man damals hatte, wo war das eine? Wir hatten auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, mein Vater hat mal Emule gesagt. Mit diesem Esel. Genau, dann, da haben wir auch mal runtergeladen. Dann hatten wir Kazaa oder sowas hatten wir in der... Es gab noch Bearshare, LimeWire. Ah, ja, stimmt. Ja, aber am schlimmsten war, wenn du diese Parts hattest und dann musstest du es später wieder zusammenfügen und irgendwann, du hast dann so, dann hat das wirklich 3-4 Tage so nonstop geladen. Ja. Man hat ja so eine DSL-Flatrate gehabt, 3 Tage geladen, dann war es einfach ein Porno und du hast dich voll geärgert. Ah, ja, stimmt. Hast du 3 Tage gewartet, dass der Film runtergeht und dann ist es einfach so ein ausländischer Porno. Da gibt es ja, da gibt es das richtig geile Memes. Oh, ich glaube, das ist der falsche Herr der Ringe oder so.
kennst du diese Memes und so. Also manche Generation kann das gar nicht nachempfinden, was da damals los war in den 2000ern, ne? Was wir da alles Mögliche, und jeder hat's ja gemacht. Kann man uns dafür jetzt auch irgendwie rankriegen, dass wir damals Ich habe ja letztens nachgeguckt wegen der Schwarzarbeit, und das war auf jeden Fall verjährt, also denke ich. Aber das hat ja jeder gemacht. Es waren ja Raubkopie über Raubkopie und dann Kinox und was. Das hörte auf. Vor allen Dingen war das ganz oft, dass du gesehen hast, wie die wirklich ins Kino reingingen. Naja, hast du die Köpfe gesehen und wie die einfach im Kino abgefilmt haben, wenn du das runtergeladen hast. Das hörte ja dann auf mit der Zeit der Streamingdienste, dann wie Netflix und Amazon Prime. Und dann hörte das auf, weil dann hast du keinen Bock mehr auf Möpse oder Köpfe im Kino vor dir oder so. Tja. Ja, eigentlich jetzt mit den Streamingdiensten, das ist ja einfach nur wie Kinox, nur dass man jetzt dafür bezahlt und ja, also, und vernünftige Qualität richtig, halt hat. Richtig, das ist ja absolut wert, aber es gab es ja damals so nicht in den Zeiten, wo man da irgendwie illegal gestreamt hat. Eben, es gab halt Kinox und so damals, das war sogar noch so Ende 2000, also 2010, 2011, 12, als wir uns kennenlernten, war ja immer noch Kinox. Ja. Und es gab ja aber nichts Besseres, also so Netflix und so war doch. Es gab halt immer schon später, Premiere, ne? Also Sky. Aber da waren ja, es war auch irgendwie doof. Ja, das war aber auch alles im Rahmen des Fernsehens und hatte so einen Sky-Receiver und so, ne? Ja, aber das war halt hauptsächlich so Sportprogramme. Aber jetzt so, wie ja, ist das ja heute? Die hatten ja dann immer Special-Disney-Filme und so, was keinen interessiert hat und so. Das war, Sky war ja Premiere oder Sky war ja damals, ja, Premiere hieß es damals, ja. Dann lief dann da Toy Story und nirgendwo sonst lief der dann, das weiß ich noch, oh, ja, das ist Premiere. Ich habe das damals tatsächlich mal mitbekommen, wie jemand da aber eine Strafe bekommen hat für Musik und Filme runterladen. Mhm. Der musste, ich glaube, 10.000 Euro für... Irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Euro musste der, ach, der zumindest gesagt, bezahlen, weil er Filme und Musik runtergeladen hat. Der hatte so ein Programm, das gab es ja oft, wenn du runtergeladen hast, hat der deine Downloads, also dein Download-Ordner wurde da wieder hochgeladen. Mhm. Das heißt, hat es auch quasi zur Verfügung gestellt, ne? Der hat das in einen Ordner runtergeladen und aus diesem Ordner konnten die Leute wieder runterladen. Naja, also genau. Hat er es quasi, wie sagt man das, gehostet. Und dafür ist er dran gekommen. Nicht, weil der es runtergeladen hat, sondern weil er es quasi zur Verfügung gestellt hat. Und der musste auf jeden Fall einige tausend Euro Strafe damals bezahlen. Jetzt kann natürlich auch sein, der hat sich das ausgedacht oder so, ne? Aber 2005 Keine Ahnung. War das. In meinem Umfeld habe ich das jetzt nicht mitbekommen. Wir haben es alle gemacht. Und wir haben alle aber nicht zur Verfügung gestellt. Man hat es nur runtergeladen. Nee, bei Emul war das halt damals so, hast es ja bei Leuten runtergeladen und sobald du das ja auf deinem Rechner hast, haben das andere Leute ja auch wieder von dir gezogen. Nee, das habe ich deaktiviert. So. Ja, genau, dann wenn du das schnell ausgemacht hast, dann konnten die Leute ja nicht von dir runterladen und so. So funktionierte Emul damals, 2000, sogar Ende 90er sogar, ne? Emul? Aber das richtig lange her. Aber guck mal, wenn du dir dann Porno runtergeladen hast, dann wird der wieder zur Verfügung gestellt. Dann hast du auch noch Pornos hochgeladen. Schön, schön, sehr stolz auf dich. Ja, da hast du echt für einen Film damals wahrscheinlich 200 MB groß. So ein Raubkopiefilm, das war ja nicht viel. 200 MB, 300 MB, wenn es hochkommt. Wirklich, das war ja miese Qualität. Ja, ja. Aber da hast du 5 Tage, eine ganze Woche dran runtergeladen. Ja, aber das lag halt daran, du konntest ja nur runterladen, wenn die es zur Verfügung stellen, online waren. Genau, genau. Und dann ging es mal schneller, mal langsamer und so. Aber da hast du tagelang an so einen 300 MB Film runtergeladen, das war so, ja. Und Musik auch, dann wollte ich hier diesen Werner Soundtrack hier von den Werner Filmen hier, Beinhardt oder so unbedingt haben, da habe ich auch tagelang runtergeladen, so ein Lied hat ja 3 MB und als es dann wirklich war und das war keine Scheiße, habe ich mich voll gefreut, ja. Ja, das war noch Zeiten. Ich bin froh, dass das vorbei ist, also. Das können manche Generationen nicht nachempfinden. Ja, also so Damian, der sein Tablet hat und jederzeit Internet und er wenn er manchmal im Auto schon sagt, ich habe kein WLAN. Ja, natürlich nicht. Also es war mal eine härtere Zeit. Die war nicht besonders geil, muss man zugeben. Ne? Das war halt nicht alles so schön. Aber es ist ja trotzdem, man hat es durchgemacht. Es ist schön, darüber zu erzählen, wie das alles damals so war. Ja, aber wenn du sonntags den Download angeworfen hast und wolltest zum Wochenende diesen Film gucken, dann war der wirklich so voll knapp an einem Freitagmittag fertig und es war ein Porno, du warst einfach so angepisst. Porno. Ja, das ist, ja, war cool. Aber manchmal hat man aber auch die Filme bekommen, die man wollte. Das hätte man es ja nicht gemacht, aber sehr, sehr, oder einfach halt auch ein anderer Film, also es halt einfach ein komplett falscher Film war. Ja, ja, oder auf einer anderen Sprache, auf Russisch und so, das hast du nicht gesehen, das war ja alles so. Und vor dem Internet haben wir damals noch uns halt Filme aus der Videothek ausgeliehen und die dann halt aufgezeichnet. Also hast du 2 Videorekorder, hast du in dem einen den Film eingelegt, hast dann einen zweiten Videorekorder daran angeschlossen, konntest den Film ja dann kopieren. Ja, ja. Das hast du für dich selber gemacht und so. Klar, irgendwo auf dem Flohmarkt hast du dann die Filme dann für 5 Mark vertickt oder so. Das gab es ja auch. Haben wir aber nie gemacht. Ach so, nee, wir waren auch auf dem Flohmarkt, wir haben keine Filme verkauft. Da haben tatsächlich meine Mutter und meine Tante Sachen gebastelt und verkauft.
So handwerklicher ja, Kram. Wir waren früher auch mal ab und zu auf dem Flohmarkt. Das war voll cool. Gameboy-Spiele verkauft und so. Ich habe halt so altes cool Zeug. Ja, da habe ich wahrscheinlich mein Sagaland verkauft. Mein Märchenbuch. Deswegen habe ich es heute nicht mehr. Ja, aber lass doch mal auf den Flohmarkt gehen. Das alte so. Verkaufen? So. Nee, gucken. Ich will, vielleicht findet man ein paar Schätze so von da. Ja, so wie der uns letztens mit den kernlosen Kirschen verarscht hat. Haben auch schon lange nicht mehr auf dem Flohmarkt. Das war so richtig mies. Er steht an so einem Obst- und Gemüsestand und sagt so, hier, Kirschen ohne Kerne und so, willst du mal probieren? Ich so, ja, nee, ich glaub dir das schon. Dann gib mir mal irgendwie 200 Gramm, wir kommen so zu Hause an. Und ich wäre am liebsten zurückgefahren, hätte ihn mir in die Fresse geworfen. Vor allen Dingen, was wäre passiert, wenn ich probiert hätte? Ja, vielleicht hatte der extra so ein Schälchen, wo wirklich keine Kerne drin waren. Gibt es Kirschen ohne? Ich habe da nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Ja, gibt es Kirschen ohne Kerne. Kirschen ohne Kerne. Ja, aber er wollte mich ja probieren lassen und ich habe einfach nur, warum soll ich jetzt hier, ich glaube dir das, warum sollst du mich anlügen? Voll der gutgläubige Idiot. Aber sie hatten Kerne. So, sie hatten Kerne, Spoiler. Es waren ganz normale Kirschen. Ja, okay, jetzt so, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, ich frage mich, wie wir das immer schaffen, dann den Podcast doch noch so lange hinzubekommen. Also bei 15 Minuten denke ich mir immer so, oh Gott, wir haben noch voll viel Zeit. Du musst heute mit einem Sprichwort enden. Mit einem Sprichwort? Warte. Achso, ich sage auf jeden Fall schon mal schönen Wochenstart, schön, dass ihr dabei wart, euch das angetan habt. Schreibt bitte nicht in die Kommentare und beleidigt uns. Bitte, ich kann's, mein Herz verkraftet das nicht, wenn Beleidigungen kommen. Ich find's witzig, aber sein Herz geht daran zugrunde. Ja, ich nehme sowas mal schnell persönlich, aber mittlerweile versuche ich drüber zu stehen. Aber ich schaff's es nicht. Ja, ein Niederländer hat ja auch zu unserem Video gesagt, dass das ja kein Cup-Salon ist, da habe ich auch schon... Hast du erstmal ins Kissen geweint? Ja, aber das war bei YouTube. Auf YouTube, so also mit Ausrufezeichen, das ist kein Cup-Salon. Und bei TikTok... Beste Mann, wie machst du das im Airfryer und so? Und ich denke mir so, yo! So, mit dem Sprichwort enden, besser ein Spatz auf dem Dach als eine Taube im Briefkasten, oder wie geht der? Absolut richtig, absolut richtig. Macht es gut, Leute. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.